Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde Europas, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem heutigen Café Europa. Die neue Saison beginnt. Wir haben in der letzten Saison 6 erfolgreiche Abende in dieser Reihe durchgeführt. Eine Reihe, die dazu dient, die verschiedensten Momente, die verschiedensten Aspekte dessen auszuleuchten, auszumachen, was Europa ausmacht. Jeder sagt vielleicht selbstverständlich, ich weiß schon, was Europa ist, ich bin Europäer. Aber en Detail, wenn man etwas länger darüber nachdenkt, verschwimmt diese Gewissheit auf einmal. Und dann in diesem Abtauchen dessen, was das bedeutet, kommt man auf verschiedene Aspekte. Und so etwa ist diese Reihe auch entstanden, denn Europa war in der Krise, ist in der Krise. Und deswegen ist das ein Versuch der Selbstvergewisserung dessen, was Europa ausmacht. Die Romanfabrik ist glücklich, dass sie mit dem Institut Franco-Allemand des Sciences Historiques et Sociales einen Partner gefunden hat, der zudem, zum Glück für uns, verankert ist an der Universität hier in Frankfurt. Ich begrüße dessen Direktor, Professor Pierre Monet, der mit uns gemeinsam dieses Projekt entwickelt. Sie haben auf den Tischen eine Aussicht über die neue Saison, die heute beginnt. Das heutige Thema ist der Europäischen Oper gewidmet, denn das ist ein Phänomen, das in Europa entstanden ist, auf keinem anderen Kontinent, mit Ausnahme, aber das ist höchstens eine Fußnote wert, der Peking-Oper, ist das ein Produkt, ein europäisches Produkt, das in die Welt, in andere Kontinente exportiert wurde, auf verschiedensten Wegen, durch Auswanderung, durch Aufnahme. Es gibt in Lateinamerika eine große Liebe, Vorliebe für die Oper beispielsweise. Und umgekehrt kommen dann in den letzten 100 Jahren auch wieder Elemente aus den anderen Kontinenten nach Europa zurück. Das etwa kurz umrissen, das mögliche Thema des heutigen Abends. Wie das Thema ausgefüllt wird, dafür zeichnen verantwortlich zuerst Norbert Abels, langjähriger, jahrzehntelanger Chefdramaturg der Oper in Frankfurt, die wahrscheinlich auch aufgrund seiner Arbeit immer wieder zur Oper des Jahres gekürt wurde, der verschiedene Publikationen zu Oper veröffentlicht hat. Eines seiner Lieblinge ist Benjamin Britten, habe ich den Eindruck. Nachher wird die Bühne betreten Moritz Eckert, ein Pianist und Komponist, der hat sein Pianistenstudium hier in Frankfurt begonnen, ging dann nach München, hat dort bei Wilhelm Kilmeier unter anderem Kompositionslehre studiert, ist Autor mehrerer großer Opern und anderem aber auch Autor eines einer Fußballoper, kann man das so sagen? Das ist das Einzige, was tatsächlich nicht, was ich nicht geschrieben habe. Aber irgendetwas zum Fußball hast du auch geschrieben. Also ich habe ein Fußballballett, ein Fußballoratorium und mehrere Kammermusikstücke geschrieben, aber eine Oper nicht. Ein Fußballoratorium, ja. Da war etwas mit Fußball dabei. Er wird nachher ins Gespräch eintreten mit Norbert Abels. Wir werden am Ende des Abends, der auf 90 Minuten begrenzt ist, Sie einbinden mit Beiträgen und Fragen von Ihrer Seite. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank auch für die Einladung, lieber Michael Hohmann. Und ich freue mich, meine Damen und Herren, Sie heute hier bioanalog begrüßen zu können. Ist ja eine Ausnahme. Man hat sich ja an ganz andere Vermittlungsmodifikationen gewöhnt. Ich will jetzt keine Geschichte der Oper in Europa heute entfalten, in diesen 40 Minuten, die mir zur Verfügung gestellt worden sind. Es ist rhapsodisch, es ist unterschiedlich, was ich Ihnen vortragen werde. Ich beginne mit einer doch sehr, sehr berühmten Weise. Freiheit ist nur in dem Reich der Träume. Und das Schöne lebt nur im Gesang. Das schrieb Schiller zum Antritt des neuen Jahrhunderts. Manchmal gelingt es den Träumen, die Brücke zur Wirklichkeit zu überschreiten, so wie es Orpheus, mit dessen Gestalt die Geschichte
des neuzeitlichen Gesangstheaters beginnt, gelang, das Tor zur Unterwelt zu durchschreiten. Am 25. Dezember 1989 veränderte Leonard Bernstein in einem Schauspielhaus Beethovens Ode an die Freude. Er ließ das Wort Freude jedes Mal, wie Sie alle wissen, durch Freiheit ersetzen. Gespielt wurde diese Musik von einem internationalen Ensemble, Musizierende aus vielen Teilen Europas, auch einige aus der Welt jenseits des Atlantischen Ozeans. Er sei sicher, dass Beethoven dazu seinen Segen gegeben hätte, sagte der Dirigent. Mit Sicherheit hatte er recht. Im Februar 2017 stimmten im britischen Unterhaus während der Stimmauszählung zum Brexit schottische Abgeordnete die Ode an. Es ging um Europa, es ging wieder um die Freiheit. Als Kuss der ganzen Welt bezeichnete Richard Wagner diese Musik. Transkulturalität war, als die Opernkunst ihren mehr als 400 Jahre währenden Aufstieg begann, im Grunde der Normalzustand. Die gerade durch die Meta-respektive aterminologische Eigenart der Tonkunst, die dadurch begründete Expansionsdynamik, ihre damit konvergierende ästhetische, heute gar erdumspannende Omnipräsenz, trug zu den von Italien ausgehenden Grenzüberschreitungen entschieden bei. Mehr noch. Sie vermischte sich bei Zeiten mit jener Herausbildung europäischer Identität, die dem vorausgegangenen frühneuzeitlichen Bewusstsein eines christlichen Universums nun ein neues, ungleich säkulareres Konzept folgen ließ. Spätestens zu Zeiten einer neu ermittelten Weltkartografie, all den entdeckten Räumen jenseits der okzitanischen und gesamtabendländischen Breiten im ausgehenden 15. Jahrhundert, wurde Europa immer mehr für sich wahrgenommen. Das solche Art neu verortete Europa galt nunmehr als autonomes, politisches wie auch kulturelles Gesamtgebilde. Ein Territorium, das jetzt auch das außerhalb von ihm liegend als das fremde Andere ansah. Die im Wort Orientierung bereits signifikante Ausrichtung auf die Episteme morgenländischer Herkunft wechselte ihre Paradigmen. Die über Jahrhunderte hinweg wie immer auch unterbrochene kulturelle Symbiose der abrahamitischen Gemeinschaften erodierte. Sie wendete nach der Reconquista und zeitgleich mit dem militärischen Aufstieg der imperial auf den Plan tretenden und kollektiv abzuwehrenden osmanischen Dynastie den Blick auf eine eigene Identität, die eine transnationale, sozial und ökonomisch miteinander verflochtene Kommunikationsstruktur unabdingbar machte. Unabdingbar, trotz aller im europäischen Territorium unablässig geführter Binnenkriege. Die Musik, vor allem das Musiktheater, präsentierte sich in solchem Epochenwandel gleichsam als Allegorie eines am Horizont auftauchenden, noch utopischen Einklangs. Die großen Aufklärer Leibniz, Rousseau, Diderot, Herder sahen die Tonkunst als Spiegel einer Einheit in der Mannigfaltigkeit. Mit Leibniz zu sprechen, Harmonia autem est in multitudine. Viel Einklang in der Vielheit. Solches gleichsam olympische Interaktionspotenzial
offenbarte sich nachdrücklich in der neuzeitlichen Geschichte des musikalischen Theaters. Es war eine Geschichte nicht zuletzt auch des fortwährenden Streits um angemessene Formen. Bisweilen sprach man deshalb von einer permanenten Opernkrise. Die berühmte Querelle des Buffons um den Primat der französischen oder der italienischen Oper, der ewige Zank um das Wort-Ton-Verhältnis, die im 19. Jahrhundert anhebenden, teils chauvinistisch ausgetragenen Bemühungen um jeweilige Nationalstile und noch die so destruktiv ausgetragene Auseinandersetzung etwa zwischen atonaler und tonaler Tonkunst, die etwa den Komponisten Pierre Boulez Mitte der 60er Jahre behaupten ließ, dass die Oper mit einem muffigen Schrank zu vergleichen sei und dass, er meinte wohl, Bergs Loulou seit dem Jahre 1935 keine diskutable Oper mehr komponiert worden sei. All das vermochte das übernationale, sagen wir, klassische Musiktheater nicht zum Untergang zu bestimmen. Zumal nicht in einer doch stets am Divertissement interessierten, offenkundig soeben in unserer Zeit dahinschwindenden bürgerlichen Bildungswelt, einer Bildungswelt, die inzwischen dem inszenatorischen Umgang mit den vergangenen Werken mehr Aufmerksamkeit zuwendet als deren eigener ästhetischer Unaustauschbarkeit. Welche zukunftsweisenden transkulturellen Strategien, die auf sogenannte analoge, wohl immer noch festgelegte Kunstformen des musikalischen Theaters vor dem Hintergrund oder dem Horizont der Transformation ins algorithmische Zeitalter bemühen wird, ist abzuwarten. Ein avant la lettre dafür vermag ich nicht zu erkennen. Die immer aufwendiger geratenen Bühnenbilder kompensieren einen inneren Mangel an Vertiefung in das eigentliche theatrale Anliegen, das Meyerhold einst als Achse der Tragödie, als Stellung des Menschen im Universum ausgewiesen hat. Fast wirken sie erbarmungswürdig, jenen am Ende doch wohl defizitären Versuche der großen Opernhäuser, dem digitalen Kosmos der virtuellen Simulakrenwelt mit all seinem illusionistischen Instrumentarium Paroli zu bieten. Europa und das Musiktheater. Schon am Ende des 17. Jahrhunderts wurde Europa als eine Art von Games Without Frontier oder Wettstreit der Nationen erstmals zum thematischen Zentrum einer Oper. Eine sich von der beherrschenden Tragödie en Musik absetzende neuen Form präsentierte sich. Es war dies das Opera-Ballett mit dem Titel L'Europe Galante. Ein unterhaltsamer Versuch, die Einheit des Getrennten darzulegen. Discordia, die Göttin der Zwietracht, ist am Ende die Verliererin in diesem Stück des wie Lully aus Italien stammenden Komponisten André Campra. Lieselotte von der Pfalz, ein wirklich toller, spannender Briefwechsel hat sich von ihr enthalten, mit ihrer Halbschwester. Lieselotte von der Pfalz berichtete von der Uraufführung, dass, so man jetzt spielt, ist zwar nur ein Ballett, aber recht artig. Es heißt L'Europe Galante. Man erweist drin, wie die Franzosen, Spanier, Italiener und Turquem Amour machen. Der Nationenhumor ist aber so perfekt drin observiert, dass es recht possierlich ist. Das zur gleichen Zeit entstandene, im munteren D-Dur einsetzende Te Deum, Laudamus von Marc-Antoine Charpentier wurde 1954 auserkoren als Fanfare der Europäischen Rundfunkunion, später auch des European Song Contests und ebenso von der so beliebten Fernsehshow Spiel ohne Grenzen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich noch daran erinnern kann. Du bestimmt nicht, Moritz. Doch. Ähnliches hatte Rossini im Sinn, als er 1825 zum Amtsantritt des letzten königlichen Bourbon die Oper Die Reise nach Reims fertigstellte.
Darin erklangen programmatisch geradezu europäische Nationalmelodien, Hymnen, Stilformen. Ein von gut betuchten Badegästen ausströmendes internationales Flair. Nochmals also eine Art europäischer Nationalitätenwettstreit. Meine Damen und Herren, lange vor der Jahrtausendwende, lange bevor nach der Jahrtausendwende, am Frankfurter Willy-Brandt-Platz, vormals Theaterplatz, im Zuge der Währungseinführung als Symbol eines gemeinsamen Europa, die 50 Tonnen schwere Euro-Skulptur installiert wurde und in der Silvesternacht erstmals ihre Leuchtdioden zum Pläsier der Schaulustigen aktivierte. Lange vorher also ging am 12. November 1987 das Bühnenhaus der Oper der Städtischen Bühnen durch einen nächtlichen Großbrand in Flammen auf. Unter den Betrachtern dieser vermaledeiten Havarie befand sich in den frühen Morgenstunden auch ein Amerikaner in Frankfurt, der im Overall erschienene Komponist John Cage. Wir waren damals mit der inszenatorischen Arbeit an seinem Werk Europas 1 and 2, einer dem Zufallsprinzip ein heimgestellten Musiktheater-Collage beschäftigt. Cage wohnte in einem Apartment des Schauspiels, dem eisernen Vorhang. Allein war es zu verdanken, dass das Feuer nicht auf den großen Saal übergriff. Wie bei einer Lötlampe züngelten aber links und rechts die Flammen an dem rot glühenden Vorhang vorbei und erinnerten irgendwie an das Schlussbild der nicht lange zuvor nochmals wieder aufgenommenen Götterdämmerung-Inszenierung von Ruth Berghaus. Tags darauf entfachten noch glühende Requisiten im Farbenlager einen Folgebrand. Dabei wurde auch das Bühnenbild zu Glucks, beiden Iphigenien-Reformopern, vernichtet. Die sollten zusammengespielt werden. Werken übrigens, die für seine Azione Theatrale per Musica Orfei et Euridice die Opernwelt Europas einmal nachhaltig verändert hat. Auf 100 Millionen Mark, später gut 50 Millionen Euro, belief sich der Schaden. Ich bin fertig mit der Welt, erklärte der durch den ganz anderen eisernen Vorhang der DDR geflüchtete, arbeitslos umherstreifende 26-jährige Brandstifter, der sich nach seiner Tat selbst bei der Polizei meldete und eine 7-jährige Gefängnishaft antreten musste. Wurde aber bereits 1992 entlassen und soll sich vergeblich als Bühnenarbeiter an der Theaterdoppelanlage beworben haben. Ich bewahre immer noch die Uraufführungskarte auf der noch der Opernhausplatz angegeben war. Cages Idee, meine Damen und Herren, war so revolutionär wie verzwickt. Heinz-Klaus Metzger, der von mir sehr, sehr verehrte Freund und Produktionsdramaturg, beschrieb die Unternehmung so. Cage habe eigentlich zwei Opern intendiert, in denen sich das Wesen der europäischsten aller traditionellen Theaterformen zur totalen Collage ihrer Quintessenz destilliert und konstilliert und zugleich kritisch aufhebt. Es war ein an jedem Aufführungsabend divergierendes Experiment mit unvorhersehbarem Ausgang. Wir spielten das im Schauspielhaus dann. Orientiert damals schon an dem Algorithmenmuster computergestützter Zufallsoperation. Gespielt wurde ohne musikalische Leitung. Jeder einzelne Instrumentalist hatte zur Orientierung seine eigene Uhr, seine eigene Zeit, subjektiv empfundene Zeit und physikalisch objektive Zeit benötigten keine Gleichschaltung mehr. Die Arien wurden von den Solisten und Solistinnen jeweils frei gewählt und vermischten sich. Cages aleatorischer, also dem Zufallsprinzip gewidmeter Zugriff, war auch hier Voraussetzung. Die Grundidee, nämlich, dass jedes Ding autonom
es selber ist, dass seine Relationen zu anderen Dingen sich vollständig natürlich ergeben, ohne jede aufoktroyierte Abstraktion von Seiten eines bestimmenden Künstlers oder etwa eines Dirigenten. Niemals, meine Damen und Herren, zuvor, niemals, freilich, danach habe ich, ob solch ungewohnter Freiheit, ein nervöseres Ensemble in den Garderoben zu beruhigen versucht. Ein Gespenst ging herum in Your Operas. Es war das Gespenst der Freiheit. Noch bevor ich einige Aspekte der europäischsten aller Kunstgenres rhapsodisch und vielleicht selbst dem Zufallsprinzip unterworfen behandle, seien einige höchst unterschiedliche, vor allem kulturkritische Bewertungen des von uns Europa geheißenen Raums angeführt. Europa war dem Großen, dem Gedanken der konservativen Revolution, aber immer noch nahen Literaturwissenschaftler Ernst Robert Curtius in seinem epochalen 1948 erstmals erschienen Buch Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter, ein wunderbares Buch, eine langwährende Sinneinheit eigenen Gepräges, eine auf der Idee einer geistigen internationale ruhenden Sinneinheit, die in der Moderne freilich zur Disposition gestellt worden sei, nicht zuletzt, so Curtius, durch den Nationalismus, jene, Zitat, törichte, verbrecherische Romantik. Auf ganz anderem Wege kam der im Jahre 1933 durch ein Nazi-Attentat in Marienbad ums Leben gekommene Theodor Lessing zu einer Sicht des modernen Europa. Meine Damen und Herren, ich mache Sie aufmerksam auf Theodor Lessing, auch auf sein Buch Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen, aber vor allen Dingen auf sein unglaubliches, hellsichtiges, antizipatorisches, was unsere eigene Zeit betrifft, geschriebenes Buch Europa und Asien. Sein Buch Europa und Asien, es sollte wirklich wieder gelesen werden, unterstellte diesem Europa einen nur noch utilitaristischen, sinnentleerten, entwertenden Wesenszug. Die Seele des Abendlandes, wo ist sie geblieben? Lessing betrachtet die neuere europäische Geschichte als Zerfallsgeschichte, als fortschreitende Entsinnlichung, Vernüchterung und Entseelung. Was in Europa heute einzig zähle, sei Sache, Ware, Werk und Wert. Vergessen, dass Homer und Aischylos gesungen haben, ehe Dampfmaschinen ratterten, dass Heraklit und Plato die Welträtsel lösten, ehe Eisenbahnzüge durch baumlose Menschenwüsten brausten, dass Shakespeares Hamlet und Goethes Faust, Beethovens Eroica und Mozarts Zauberflöte erklungen sind, ehe drahtlose Telegrafie alle Märkte der Erde miteinander verband, dass Rembrandts 100-Gulden-Blatt und Leonardos Abendmahl gemalt wurden, lange bevor Rotationspressen Europas Kurse und Handelsbilanzen über die Völker spien. Soweit das Zitat von Theodor Lessing. Vorbei ist hier längst der Traum jenes Geistesraums, dessen utopisches Ziel übrigens als erster Victor Hugo 1849 artikulierte, als er die Bezeichnung Vereinigte Staaten von Europa erfand. Aufschlussreich ist es dem Europabegriff in den sich ablösenden Kulturcodes, in den epochal geprägten Denkmustern, in ihren wirklich verräterischen Mutationen nachzugehen. Ein paar Beispiele, wenn Sie gestatten. Im Brockhaus Konversationslexikon von 1809, der napoleonischen Epoche, wird lakonisch verkündet, Europa, der kleinste, aber wichtigste Teil der Erde. Das wird im gleichen Grundtenor auch in der Auflage von 1911, also ein bisschen später schon, beibehalten, wobei wir nunmehr ein Gran eurozentristischer Kulturhybris sich eingeschlichen hat. Zitat,
Europa kleinster, aber durch Lage und Kultur wichtigster Erdteil der alten Welt. Kultur wichtigster Erdteil der alten Welt. Und überboten wurde der gleichen Hybris in Herders Konversationslexikon von 1854. Darin firmiert Europa als der, ich zitiere, der mächtigste und reichste Erdteil, den anderen zusammengenommen überlegen, und die Zeit scheint bereits angebrochen zu sein, dass der ganze Erdball durch die Europäer einer höheren Bestimmung entgegengeführt werden soll. Das erinnert in vielerlei Hinsicht an Jack Londons wunderbares Wort von der sogenannten Unvermeidbarkeit des weißen Mannes. Und 1,5 Jahrhunderte später, wenn ich das zum Abschluss sagen darf, also nicht zum Abschluss meines Vortrags, sondern zum Abschluss dieser Gedankenfigur, und 1,5 Jahrhunderte später bilanzierte lakonisch der liberale Soziologe Ralf Dahrendorf, viele von Ihnen werden sich an ihn erinnern, viel gelesener Autor der Betrachtung über die Revolution in Europa, Mitglied der Europäischen Kommission. Er sagte, Europa ist eine Kopfgeburt und nur die Regionen sprechen das Herz an. Da ist das, was Nietzsche mal sehr schön den Chorismus, also den Bruch von Sinnlichkeit und Intellektualität gemeint hat, hier auf Europa bezogen, wie immer man darüber auch denkt. Genau wie das Musiktheater, dessen Entstehung aber von Anfang an ein europäisches Phänomen war. Die Oper ist eine Kunstform, die sich in der Neuzeit, insbesondere in der Moderne, über ganz Europa ausgebreitet hat. Und weit mehr noch. Inzwischen finden wir diese europäische Erfindung in allen Erdteilen dieses Planeten. Die Anchorage Opera in Alaska etwa wartet mit einem anspruchsvollen Programm und sehr gutem Orchester, Chor und Ensemble auf. Mitten im brasilianischen Regenurwald, einst nur mit dem Schiff erreichbar, entstand mit dem Geld der Kautschuk-Barone die marmorne Oper von Manaus, die man zu Silvester 1896 bei 30 Grad Abendtemperatur, von der Luftfeuchtigkeit ganz zu schweigen, mit der Uraufführung eines Melodrama in 4 Akten, La Gioconda von Amilcare Ponchielli, eröffnete. Christoph Schlingensief, der auch von einem Opernhaus im afrikanischen Burkina Faso, ganz anders als das auf dem fränkischen Hügel, träumte, erzählte viel davon, inszenierte 2007 in Manaus Richard Wagners Der fliegende Holländer. Oder, beziehungsweise wiederum ganz anders, Omans steinreicher Sultan Qaboos ibn Said al-Said. Er schenkte für geschätzte 2 Milliarden seinen Untertanen ein Luxusopernhaus inmitten der Wüste, ein Solitär auf der arabischen Halbinsel. Europas originäre Kunstform ist längst so global geworden wie die traurigen Gründe, die in diesem Jahr zur Schließung nahezu aller Häuser auf dieser Welt führten. Gespannt dürfen wir die erste Traviata-Inszenierung, meine Damen und Herren, erwarten, deren Figuren mit freilich durchlässigem Mundschutz die Bühne betreten. Bleiben wir auf unserem zurzeit extrem disparaten Subkontinent. Dass die Oper ihrem Wesen und ihrer Intention nach nicht als Spiegel des Realen zu sehen sei, vielmehr dem Überwirklichen, wenn nicht gar im sublimen Sinne dem Unsinnigen zuzurechnen sei, ist ein alter, zäher Gemeinplatz. Er hat auch durch die sogenannte historische Oper sodann den veristisch-naturalistischen Zugriff und noch die sogenannte Zeitoper, etwa des vorigen Jahrhunderts vom Schlage Kurt Weils oder Ernst Krenigs oder der politischen Oper, sagen wir, von John Adams, von jener Gemeinplatz-Dignität nichts eingebüßt. Die idealistische Metaphysik des Schönen, die das Ästhetische
mit Hegel zu sprechen, als das sinnliche Schein und Kant der Idee und das übersinnliche Innere der Dinge zentriert, wirkt noch nach in Theodor W. Adornos Wort aus dem musiksoziologischen Kapitel seiner Klangfiguren, worin ein wirklich unglaublich tiefsinniges Wort alle Oper Orpheus sei. Gemeint war damit die Herrschaft des Scheins, die ihren Tribut von allen in ihr versammelten Einzelkünsten einfordert und dies auch da noch, wenn der Stoff sich gleichsam neu sachlich dem sozialen Dasein der Menschen zuwendet. Nehmen wir als Beispiel davor Il Tabarro von Puccini, Bergs Wozzeck, Britons Peter Grimes, Porgy and Bess von Gershwin, die griechische Passion von Martinu oder noch die 2015 uraufgeführte, gegen Rassismus sich wendende, übrigens fantastische Oper The Icebreak von Michael Tippett. Auch die noch am radikalsten sich präsentierende, jeglichem Verklärungstrieb widerstehende, aufs pur Sachliche sich ausrichtende Intentionalität entgeht, sobald sie durch Klang und Ton zum Ausdruck gebracht werden soll, dem transzendierenden Illusionismus nicht. Der Oper hat das bereits im rationalistischen Zeitalter den Vorwurf des theatralischen Unfugs eingebracht. Und noch Edgar Degas spitzte das zu, als er behauptete, in der Oper sei ausnahmslos alles falsch. Das Licht, die Dekoration, die Frisuren der Balletteusen, ihre Büsten und ihr Lächeln, waren sei da am Ende nur die Wirkung, die davon ausgehe. Derlei notwendig wirkungsästhetische Ausrichtung reflektiert sich notwendig auch in der Wahrnehmung der hörend Zuschauenden. Franz Liszt formulierte nicht ohne arrogante Grundierung: Die Menge liebt nur ein Scheinbild der Gefahr zu schauen, ein Scheinbild der Leidenschaft. Ihr genügt ein Scheinbild des Leides. Sie gibt sich auch mit einem Scheinbild der Freude zufrieden. Freilich auch einem Scheinbild der realen Not, die sich im Kunsthusten der Violettas und Mimis erhöht wiederfindet. Jene von Thomas Mann am Beispiel der Schlussszene von Verdis Aida betrachtete fliegende Idealität der Musik, ihre hohe und unwiderlegliche Beschönigung, die sie der gemeinen Grässlichkeit der wirklichen Dinge angedeihen lässt. Hierauf, meine Damen und Herren, hat auf dem Höhepunkt der Frühromantik zum selben Zeitpunkt, da der Opernenthusiast Novalis schrieb, dass der Künstler, auf dem Menschen stehe, wie die Statue auf dem Piedestal, bereits der Poet und Musikästhetiker Wilhelm Heinrich Wackenrode, der sehr tief über die Musik nachgedacht hat, aufmerksam gemacht hat. Zitat: Dass tausend Wesen erbarmungswürdig um Hilfe schreien. Und mitten in diesem Getümmel bleib ich ruhig sitzen, ich, der Künstler, wie ein Kind auf seinem Kinderstuhle und blase Tonstücke wie Seifenblasen in die Luft. Oscar Bie, dessen Standardwerk die Oper, wenn Sie sich nicht zu Hause das Buch in Ihrem Bücherschrank haben, dann ganz schnell bestellen. Oscar Bie, dessen Standardwerk die Oper erschien, noch im letzten Jahr vor dem Ersten Weltkrieg, unverzichtbar auch noch heute Gültigkeit besitzt und nicht zuletzt dadurch brilliert, dass es die ganze Vielfalt europäischen Opernschaffens in der Gegenüberstellung der je nationalen Eigentümlichkeiten betrachtet, ist das berühmte Wort von der Oper als unmöglichem Kunstwerk zu verdanken. Die Genealogie dieser Kunstform erblickt er in dem gleichsam produktiven Missverständnis einer beabsichtigten Nachahmung der antiken Tragödie. Die daraus entstehende Aporie ist zuvor von Richard Wagner in seiner Hauptschrift Oper und Drama
als Irrtum festgehalten worden. Der Irrtum nämlich, dass in der Oper ein Mittel des Ausdrucks, nämlich die Musik, zum Zweck, der Zweck des Ausdrucks, das Drama, aber zum Mittel gemacht wurde. Bei Bie gerät diese Einsicht zur Erklärung eben der Stärke einer Kunst, deren seltsames Mischwesen in der Paradoxie einer Vereinigung verschiedener Einzelkünste gerade ihre unverwechselbare Größe gewinnt. Als exponiertes Beispiel solcher paradoxer Gelungenheit führt Bie den ältesten Diskurs an, der die Operngeschichte bis zum heutigen Tag flankiert. Prima la musica, dopo le parole, oder eben prima la parole, dopo la musica, oder ganz demokratisch l'equilibrio dei poteri, das Gleichgewicht der Kräfte, das ist sozusagen der Cantus Firmus Dialog, der von Monteverdi bis in die unmittelbare Gegenwart hinein die Sache bestimmt. Ein Diskurs, der sich von Claudio Monteverdi eben, vielleicht sagen wir, bis zu Olga Neuwirth perpetuiert hat und dessen äußerst aufschlussreiche Vaterverlaufsdramaturgie mit dem Blick auf die großen Librettisten Rinuccini, Metastasio, Da Ponte, Wagner, Beuto, Hofmannsthal, W.H. Auden, Ingeborg Bachmann oder in unserer Gegenwart etwa Hans-Ulrich Treichel oder Händel Klaus, den Rahmen dieses Vortrags entschieden sprengen würde. Nochmals zum Begriff der unmöglichen Kunstform. Ich muss direkt mal schauen, meine Damen und Herren, wie lange ich denn überhaupt schon spreche. Das ist jetzt genau 10 Minuten war die Einführung. Dann, das ist ein von mir geschickt eingefädeltes Betrugsmanöver. 20 Minuten, dann habe ich, glaube ich, noch 5-6 Minuten. Ist das für Sie in Ordnung? Ich mache auch, ich bin es gewöhnt, als Dramaturg Striche zu machen. Da bin ich ganz, ganz flink. Ja, Text, Musik. Der große, von mir hochverehrte Dirigent Bruno Walter führt als Beispiel solcher Inkonkurrenz Verdis Trovatore an, wo wohl noch niemand je dagegen protestiert hat, dass Manrico erst eine Stretta singen, ja gelegentlich sogar wiederholen muss, bevor er davon eilt und um seiner Mutter vor der wütenden Menge zu retten, die sie zum flammenden Holzstoß schleppt. Ja, viele Beispiele, die man hier nennen kann. Meine Damen und Herren, ein kleines Zitat zu einem letzten Aspekt. Zum Aspekt der Verbindung von Ethik und Ästhetik. Slavoj Žižek hat das aufs Äußerste umrissen. Er schreibt, wir können uns also ohne weiteres eine fiktive Aufführung von Beethovens Ode an die Freude vorstellen, bei der von Hitler bis Stalin, von Bush bis Saddam alle eingeschworenen Widersacher ihre Feindschaft vergessen und an demselben magischen Augenblick ekstatischer Brüderlichkeit teilhaben. Nun, solchen dunklen Unterton der Verderbtheit indessen kontrastiert die Aufgeschlossenheit so vieler Tonkünstler, darunter die großen Kosmopoliten, Georg Friedrich Händel, Christoph Willibald Gluck, Wolfgang Amadeus Mozart, die waren überall zu Hause, Karl Maria von Weber, Giuseppe Verdi, sie waren allesamt Weltbürger, Delius, Varese oder Stravinsky, transitorische Künstlerexistenzen, geraten nach 1900 in den Sinn, ganz zu schweigen von den politischen Hintergründen zum Wechsel der Schaffensräume, die Notwendigkeit, wie Brecht es gesagt hat, öfter die Länder als die Schuhe zu wechseln, so wie bei Millau, bei Eisler, Hindemith.
In Zeiten der hyperkulturellen globalen Erosion von Grenzen und Umzäunungen finden wir unablässig vagierende Weltbürger und Weltbürgerinnen wie Hans-Werner Henze, Adriana Hölzky, Luciano Berriot oder in unserer Gegenwart Vivienne Olive, Matthias Pinscher, Judith Weir und Moritz Eckert. Wir sehen gerade vor dem Horizont des so bewegten 20. Jahrhunderts vielfach den Wandel von chauvinistischen zu weltbürgerlichen Gesinnungen und Wertmustern. Ich wollte in dieser Beziehung auf Arnold Schönberg eingehen, von dem es ganz schreckliche Dinge zu Zeiten des Ersten Weltkriegs in einem Brief an Alma Mahler gibt, der aber gegen Ende seines Lebens eine Ode auf seinen Freund und Tennispater George Gershwin angestimmt hat und sich ganz, ganz entschieden von diesem einstigen Chauvinismus verabschiedet hat. Dieser große Emanzipator der Dissonanz war dann doch ein Vertreter weltbürgerlicher Konsonanz. Ich schließe, meine Damen und Herren, vielleicht noch mit zwei, drei Sätzen zum, ich lasse mal die so viel war gedacht. Ich wollte noch ein bisschen über die Entstehung sozusagen der europäischen Musik Ihnen erzählen und dabei die Geschichte von Pan und dem Geburt der Musik und der Geburt der Flöte und so weiter bemühen und ein bisschen auf Ovid eingehen. Das mache ich aber jetzt nicht. Sondern ich ende damit, lassen Sie mir die zwei Minuten noch, griechisch-europäisch war das alles, trug sich das Geschehen doch auf jener so mythologisierten wie geschichtsträchtigen Halbinsel im Süden des griechischen Festlandes zu. Nicht zu vergessen dabei ist in Peloponnes, im Gleichwohl, dass den Griechen Europa zunächst als jener Ort galt, den Herodot in seinen Historien beschreibt. Für ihn lag, das ist so spannend zu lesen, Europa außerhalb des griechischen Einflussgebietes noch, zunächst im thrakischen Westen, dort, wo die Barbaren hausten, etwa da, wo heute Bulgarien liegt. Im Osten und Süden dagegen reichte Asien vom Reich der Perser bis zum Nil, von dem aus bis hin zum marokkanischen Atlasgebirge der Raum als Libyen, als Afrika galt. Für Herodot gab es nur drei Erdteile, Libyen, Europa und Asien. Nach seiner Vorstellung konnte man noch tapfer ausschreitend von Europa nach Asien und nach Afrika auf Schusters Rappen marschieren und das ganz ohne maritime Gefährdung verband doch Erde jene Territorien, die allesamt nach Frauennamen apostrophiert waren. Die Heimat Europas sei im außereuropäischen Osten. Offenbar war dieses Europa ja aus Asien, schreibt er über die vom griechischen Göttervater so heißt begehrte Frau. Seitdem, meine Damen und Herren, hat sich viel verändert. Nach dem Deutsch-Französischen Krieg vor 150 Jahren, wir haben gerade in den letzten Tagen oft daran zurückgedacht, und nach der Grundsteinlegung des Bayreuther Festspielhauses apostrophierte der noch glühende Wagner-Enthusiast Nietzsche dieses Geschehen zu einem weltgeschichtlichen griechischen Moment. Zitat Nietzsche: Was mag Alexander der Große in jenem Augenblick gesehen haben, als er Asien und Europa aus einem Mischkrug trinken lässt? So hat er also den Zeitpunkt der Gründung der Festspiele tituliert. Was er gedacht hat, Alexander der Große oder auch vielleicht Wagner, wir wissen es nicht. Aber in Wagners rüdem, an Aristophanes orientierten Lustspiel in antiker Manier, eine Kapitulation genanntes, entstand im Kriegsjahr, finden sich die weniger weltgeschichtlichen Worte, Zitat, Bürger. Ich schlage eine deutlichere Sprache vor. Wir sollten doch bedenken, dass ganz Europa auf uns sieht. Und da wir doch einmal immer Theater spielen, wäre besonders das deutsche Publikum zu beachten, dem wir es recht verständlich machen müssen, wie es hier zugeht.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und ich freue mich auf Moritz Eggert. So, lieber Norbert, ich sage jetzt auch mal stellvertretend für das Publikum, zu dem ich mich auch gerade zählte, vielen, vielen Dank für diesen sehr, sehr beseelten und leidenschaftlichen und poetischen und wunderschönen Vortrag, der mir sehr gefallen hat. Also war, fand ich ganz großartig. Ich habe jetzt die undankbare Aufgabe, all das zu ersetzen, was du jetzt nicht vorgelesen hast, was sicherlich genauso toll gewesen wäre. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Das ist eine leidenschaftliche Darstellung der europäischen Musikgeschichte gewesen und der Bedeutung der Oper darin, der ich vollen Herzens zustimme. Ich kann dir in keiner Weise widersprechen. Ich werde jetzt auch hier gar kein Streitgespräch anfangen. Was mich aber natürlich als Opernkomponist, wie du richtig sagst, jetzt interessiert, ist so ein bisschen der Blick in die Zukunft. Und da wollte ich jetzt mal so ein bisschen ausholen, was die europäische Perspektive angeht, die du ja angesprochen hast. Mich hat so ein bisschen verstört, auch was Michael geschrieben hat, so als er dieses Gespräch, diesen Vortrag angekündigt hat, so diese schnelle Abfertigung der Peking-Oper, der chinesischen Oper. Die hat mich insofern beunruhigt, ich bin jetzt auch jetzt kein spezieller Kenner oder Fan der chinesischen Oper, aber da ist natürlich so ein bisschen was drin, was in der Thematik inhärent ist, dass wir immer so diesen europäischen Blick haben. Wir haben immer so den Blick, das geht so alles von Europa aus. In Europa kam vieles zusammen, es geht so aus und das verbreitet sich so und das andere ist unwichtig. Und ich meine, wir müssen natürlich historisch schauen, die Peking-Oper wäre vielleicht ein ganz lebendiges Genre, wenn es keine Kulturrevolution gegeben hätte. Die wurde ja wirklich zerstört. Also sie wurde, wie wir wissen, wer den Film Die Rote Laterne vielleicht zum Beispiel kennt, in dem das beschrieben wird, wurden wirklich Leute, die diese Oper gemacht haben, sie wurden gefoltert, sie wurden umgebracht, es wurde einfach abgeschnitten. Und vielleicht, wenn es diese Kulturrevolution so, wie sie historisch geschah, nicht gegeben hätte, vielleicht hätte sich die chinesische Oper in eine sehr zeitgenössische, sehr interessante Form jetzt entwickelt. So ist es jetzt so, dass auch China, das heutige moderne China, auch auf die europäische Oper schaut, auch das versucht zu imitieren und eigentlich die Peking-Oper oder die verschiedenen Unterformen, die es davon gibt, auch eigentlich als so eine Art Touristenattraktion jetzt eher pflegt, würde ich sagen. Aber das sind Zufälle, das sind historische Zufälle. Ich habe neulich mal wieder die Weltkarte angeschaut, Sie tun das auch alle sicherlich häufig im Moment, weil das immer in den Nachrichten kommt, und mir ist aufgefallen, das ist schon so intuitiv, also wenn man jetzt Außerirdischer wäre, auf der Erde landen würde, dann würde man wahrscheinlich in Europa landen. Und zwar einfach, weil es geografisch irgendwie so aussieht, als ob es da schwierig ist. Ne? Da kommt irgendwie, also da ist so eine skurrile, also alle anderen Kontinente haben so klare, große Formen und Europa ist so nickelig klein, da kommt irgendwie so viel, so dieser Stiefel und Norwegen. Und also es ist alles sehr, es sieht so aus, als ob es da viele Konflikte geben würde und gab es ja auch. Und ich bin ja auch, genau wie du, da bin ich total mit dir dabei, ein überzeugter Europäer. Und zwar deswegen, weil wir so viel Schlimmes erleben mussten, weil wir so viele Probleme erleben mussten. Und irgendwie hat die Oper das auch verhandelt, auf eine ganz schöne Weise eben, wie du richtig sagst, dass sich die Musik selber von den Anfängen der Polyphonie, da müssen wir jetzt gar nicht drüber sprechen, da können wir jetzt auch in tausende von anderen Themen. Aber dieser Gedanke, dass sich so einfach durch die Musik auch so eine Form von europäischem Gedanken manifestiert hat, ist auch was sehr Schönes, aber natürlich ist der europäische Gedanke auch ein sehr aggressiver Gedanke gewesen, der quasi von Europa aus nach außen gestrahlt hat. Und wir diskutieren ja im Moment viel, auch wegen der Pandemie, wir diskutieren viel über Globalisierung und so weiter, aber ich habe mir so ein bisschen bei dem Vortrag, da habe ich so eine Notiz gemacht, wir haben die Globalität gewollt, jetzt müssen wir sie auch aushalten. Also wir haben sie quasi erzeugt, ja? Wir sind überall hin und haben gesagt, hier, schaut mal, Tonalität, so muss es sein, ja, so funktioniert Musik. Und das ist so eine Sache, die mich auch immer so ein bisschen ärgert, wenn ich so mit manchmal Leuten spreche, gerade Thema neue Musik, die dann immer sagen, ja, Musik muss so sein, das ist einfach so göttlich gewollt, das muss tonal sein, das ist Obertonreihe und sowas, ja. Und es gibt so viele spannende Musikkulturen, die einfach auf der Strecke geblieben sind, auf die eine oder andere Weise, weil sie isoliert waren, weil sie vielleicht nicht den richtigen Anschluss
gefunden haben, weil sie nicht in diesem spannenden Gebiet, was ich gerade beschrieben habe, waren vielleicht. Also mein Freund Sandeep Bhagwati ist ein Komponist, der ist Halbinder und so, deswegen schon von vornherein interessiert an anderen Kulturen. Und der hat zum Beispiel jetzt gerade eine musikalische Arbeit gemacht über eine indigene Kultur, bei der Musik eine vollkommen andere gesellschaftliche Rolle spielt als bei uns. Und zwar singen die ganz viele Gesänge und ganz viele, die haben ganz viele Repertoire an Chorälen und so weiter. Die sind aber dafür da, zum Beispiel eine Tätigkeit zu vollführen. Also man singt dann ein Lied, weil man ein Haus baut. Und in dem Hauslied sind dann die Informationen enthalten, die man braucht, um ein Haus zu bauen. Also das heißt, die Musik also hat tatsächlich eine Funktion, ne? Also eine gesellschaftliche Relevanz, was ja auch so im Moment immer so ein Thema ist zu diesen Zeiten. Und ich meine, wäre doch verrückt, wenn jetzt zum Beispiel diese Kultur in Europa entstanden wäre, dann wäre das quasi der Status quo der Musik. Also wie gesagt, Peking-Oper, wir sollten das nicht vergessen. Und lass uns doch mal, dass wir jetzt so ein bisschen ins Gespräch kommen, über diese europäische Idee sprechen, lass uns doch mal über die Zukunft sprechen. Was mir auffällt im Moment ist, und das kam auch in deinem Vortrag sehr zum Vorschein, und ich verstehe das auch total, diese Liebe zur Oper, du hast so viele tolle Opern genannt, Traviata. Wenn ich heute ins Feuilleton schaue, zu diesen Corona-Zeiten, ich sehe plötzlich Bühnenbilder, die sehen aus wie von 1910 oder so, oder sogar früher. Also es fällt so richtig auf. Es werden plötzlich Inszenierungen hochgelobt, die sind eigentlich schon 8 Jahre alt. Gute Inszenierungen, ja? Christoph Nehl, Salzburg, ja. Plötzlich so, ah, oh, das ist so toll, das war das tollste Erlebnis überhaupt. Und es ist ein Erlebnis, das vor allem von Nostalgie geprägt ist, weil wir alle in einer schwierigen Zeit sind, das ist ja keine Frage. Und plötzlich hat eigentlich das Neue, so fühle ich es als Komponist, überhaupt gar keine Chance, also weil es interessiert sich auch keiner dafür, sondern es muss quasi dieses hehre und wunderbare, schöne, der Oper muss so hochgehalten werden und wir alle sehnen uns auch danach, ich auch. Aber ich frage mich dann immer, wo bleibt das Neue? Wo siehst du jetzt im Moment zum Beispiel eine Chance für das Neue? Das ist eine schwierige Frage. Ja, aber du hast am Anfang deiner wirklich sehr interessanten Ausführungen eigentlich schon so eine Art von Antwort gegeben, Moritz. Wenn wir mal zurückschauen und uns an so Komponisten wie vielleicht Debussy erinnern, der anlässlich der großen Pariser Weltausstellung die balinesische Gamelan-Musik kennengelernt hat und versucht hat, diese Musik sich anzuverwandeln. Wenn wir sehen, wie später die gleiche Musik etwa in den großen Judge Parables bei Britain eine Rolle spielt. Aber du hast andere Dinge erwähnt. Die Peking-Oper ist eine relativ neue Angelegenheit, aber die chinesische Oper, die religiöse chinesische Oper, die geht weit, weit über 1500 Jahre zurück, genau wie die indischen Tempelspielopern, so kann man wirklich auch sagen, die natürlich dem Tanz eine ganz primäre Bedeutung eingeräumt haben, schon ewig existieren, wie der nordindische Raga ganz andere Möglichkeiten, Horizonte eröffnet. Horizonte, die wir vielleicht zaghaft durch Innovation seit einiger Zeit wie Mikrotonalität dann einzuholen versuchen. Aber, und das ist jetzt der Punkt, Moritz, es war eigentlich keine Achtung der wirklichen Originalität dieser Musik, sondern es war von Anfang an der Versuch der Amalgamierung, ich würde sagen, der Versuch der Integration dieser anderen Musik ins europäische musikalische Konzept hinein. Das mag manchmal wunderbar sein, wenn ich dran denke, wie Yehudi Menuhin und Ravi Shankar in den 60er Jahren gemeinsam musiziert haben, wobei der Aspekt der Improvisation dann ja auch nochmal was ganz Neues ist. Aber zu deiner Frage. Ja, ich könnte mir vorstellen, durch übereuropäische Perspektive, durch tatsächlich globale Perspektive, könnte man versuchen, andere Formen des Musiktheaters, die es auf dieser Welt schon immer gegeben hat, zunächst einmal hier überhaupt bekannt zu machen und dann daraus zu lernen. Und zwar nicht, indem man sie sich anverwandelt, sondern indem man sich ihr anverwandelt.
Ich muss sagen, wenn ich das ganz kurz noch hinzufügen kann, ich war eine Zeit lang unterwegs gewesen mit mit dem Kabuki-Theater Tokio gewesen. Ich habe noch und ich weiß, wie später die Kabuki und auch die No-Ästhetik auf die Filmgeschichte eingewirkt hat, auf Eisenstein und so. Pound hat sich sehr intensiv damit beschäftigt und. Aber ich habe da gelernt und gesehen, welche Achtung man dem Spielen der Musik entgegenbringt, mit wie wenig Elementen, wie stark. Das ist sehr, wäre eine Innovation, auch für uns jetzt szenisch. Als Dramaturg denke ich natürlich immer so auch ein bisschen, wie dort doch wieder der Körper, die Bewegung, der Mimus, das alles so eine Rolle spielt. Ich finde, das ist ganz, ganz stark bei uns verloren gegangen. Das wären so einige Dinge. Andere Dinge wären natürlich das Wegkommen von unserem Gucktheater, das wird eine sehr schwierige Sache. Das wird ja schon seit langer Zeit probiert. Das würde jetzt nochmal ein ganz anderes Feld eröffnen. Aber ich stimme dir total zu. Das Problem, was natürlich sich immer für Komponisten wie jetzt Olga Neubert und mich zum Beispiel ja, stellt, ist, dass wir natürlich einfach immer mit einem Repertoire, mit einer Maschine zu tun haben, die speziell auf eine ganz spezifische Opernepoche auch hin stilisiert wurde, nämlich das 19. Jahrhundert. Man muss es einfach aussprechen. Ja? Wenn du von den Anfängen der Oper sprichst, wenn du von Florentina Camerata sprichst, wenn du von Monteverdi sprichst, dann haben wir ja ein experimentelles Musiktheater, was man heute so nennen würde. Man hat quasi Aufführungen gemacht mit Leuten, die gerade verfügbar waren. Es waren offene Partituren. Mal hat das die Oboe gespielt, mal eine Geige. Es war halt so, wie es halt am Abend war. Man hat zeitgenössische Themen trotz der antiken des antiken Überbaus, den man irgendwie als Basis benutzte, um irgendwie eine Erdung zu haben, so verstehe ich das eigentlich, hat man ja wirklich das alltägliche Leben auch auf die Bühne gebracht. Wir kennen Bühnenbilder, wo man tatsächlich Calcio Storico nachgespielt hat, also antiken Fußball, Vorform von Fußball. Es gab schon Fußballballette in der Renaissance, ja. Und das sind alles Sachen, wenn ich die so lese, als jemand, der Monteverdi vor allem auch sehr, sehr liebt, da denke ich mir immer so, ach, ich würde mich so sehnen an diese Zeit, wo man einfach Musiktheater erfunden hat und das einfach komplett frei war, was man da machte. Die haben ja experimentiert wie verrückt. Und noch heute ist es für uns wahnsinnig schwierig, Monteverdi aufzuführen, weil wir gar nicht so richtig wissen, in welcher Reihenfolge kommen die Arien, gab es da Zwischenspiele, wer trat wann wo auf. Aber es ist trotzdem immer toll, wenn man es aufhört, weil die Musik toll ist. Ja? Und das atmet so einen Geist der Freiheit und der, wie von dir schon benannten, Freiheit und das ist der Abenteuerlust, den ich einfach so vermisse heute. Also wenn ich heute als Opernkomponist, und ich liebe die Oper, ich bin in einem Opernhaus aufgewachsen, wie du weißt, wirklich als kleines Kind bin ich in der Opernkantine gefüttert worden. Das, was man dir nicht ansieht. Ja. Aber was so schwierig ist, also ich versuche das mal zu beschreiben, weil sie ja alle vielleicht jetzt keine Opernkomponisten sind, aber es ist ungefähr so, wie wenn sie sehr umweltbewusst sind und sie denken sich, ach, das ist doch toll, dass es heute so Autos gibt mit Elektromotor, wir verpesten nicht mal so die Umwelt und sie wollen wirklich so, aber es kommt immer wieder jemand, nein, sie dürfen nicht mit diesem Auto fahren, sie müssen mit diesem alten, zwar sehr hübschen, aber unglaublich stinkenden, energieineffizienten Oldtimer fahren, sie müssen einfach, also auch, obwohl es schon längst modernere Technologien gibt. Ich meine damit jetzt nicht, dass wir uns missverstehen, dass Oper oder Kunst überhaupt irgendwie besser wird über die Jahre. Nein, sie verändert sich. Sie ist immer irgendwie Chronist der Gefühle, würde ich sagen. Ja? Aber wir sind gezwungen, quasi immer wieder die Ideen, die wir haben, auf einen sehr starren Apparat anzuwenden, der im Grunde perfekt für Traviata funktioniert. Oder für Wagner oder so. Ja? Und das ist schön. Ich mag das auch. Es ist nicht so, dass ich Traviata hasse. Ich liebe Traviata. Aber es ist ganz schwierig, da auszubrechen und genau das zu machen, was du ja gerade beschreibst, eben zum Beispiel offene Formen, Improvisation und so. Und ich meine, dieser denkwürdige Moment, den wir als Frankfurter alle kennen, der Opernhausbrand, du hast ja auch richtig gesagt, dass das von Cage auch eine Form von Abgesang war. Ne? Also er hat das von außen schon als Nicht-Europäer, hat er das im Grunde als einen Abgesang auf die Oper auch inszeniert. Ja. Ne? Es war irgendwie auch ein Gedanke dabei. Es hat sich so selbst zerstört, irgendwie auch die Oper da drin. Es war ja auch quasi nichts mehr zu erkennen. Es ging alles durcheinander. Jeder spielte im eigenen Tempo. Irgendein Sänger trat auf, sang irgendwie Beckmesser oder Hans Sachs oder so. Es ging alles durcheinander. Ne? Und ich finde, das ist auch, da ist auch was dran. Und man könnte jetzt eigentlich gerade wieder so einen Neubeginn wagen, aber der geht gar nicht, weil jetzt gerade in dieser Krisenzeit alle sich wieder noch mehr auf das 19. Jahrhundert aus einem nostalgischen Überschwang und aus einer Sehnsucht nach Geborgenheit auch vielleicht hineinbegeben.
Das ist ein Problem. Ich versuche das auf meine Weise immer wieder neu zu lösen, aber es ist schwierig. Verstehst du das? Ja, absolut. Und das hat sich auch, dieser Widerspruch hat sich auch gezeigt. Also Eurobrass hat natürlich auch mit einer vergangenen Form der Offenheit gespielt, des offenen Theaters. Ja? Das hat es übrigens in der Mozartzeit noch gegeben. Das ist durch das unsichtbare Orchester spätestens 1876 bei der Eröffnung von Bayreuth plötzlich verschwunden. Und das war das Sakrosanktum und man durfte nicht mehr klatschen bei Parsifal dann später. Also sozusagen dieser Hermetismus auch der Resonanz von Seiten des Publikums. Und unsere alten Opernhäuser, unsere Räume eignen sich vielleicht für sowas wie Europas nicht. Ich habe es erlebt bei der Arbeit an Einstein on the Beach. Bob Wilson hat das hier in Frankfurt gemacht und die Idee war ja, ein sozusagen perinierendes, dauerndes Musiktheater über 5-6 Stunden hinweg und man konnte rein und man konnte raus. Wie es ja früher auch war. Also wie, es früher war. Aber man hat gemerkt, also hallo, das hat nicht mehr die Authentizität, die es mal gehabt hat. Das war aber etwas, das wäre total mein Traum noch. Also wie könnte man dies wieder erreichen? Und das wäre ja so wichtig für die heutige Zeit. Ich würde gerne wieder, und das versuchen ja manche Opernhäuser auch, immer mehr wieder, dass sie wieder so nicht nur am Abend, sondern den ganzen Tag über Zentrum einer Stadt sind. Das ist ja so ein wahnsinnig schöner Gedanke, finde ich, dass man so ein Theater oder so ein Opernhaus ist, so ein Ort der Begegnung. Wie du richtig beschrieben hast, in den Barockopern, die auch 6-7 Stunden dauerten zum Teil, die hat sich keine Sau an einem Abend damals angeschaut. Die sind hingegangen, dann haben sie irgendwie ein Geschäftsessen, was man damals vielleicht nicht so nannte, aber es war halt ein Geschäftsessen gemacht und dann hat man vielleicht mal den zweiten Akt angeschaut, da war eine schöne Arie drin und so. Und man ist eigentlich jeden Abend, das ist ja Wahnsinn, in die Oper gegangen. Und irgendwann hatten die nach 2-3 Wochen, so wie bei einer Netflix-Serie, hatten sie dann die neue Oper gesehen. Ja? So wie wir heute auch so, wir machen unseren Computer an, dann schauen wir mal so 20 Minuten von der Serie und dann am nächsten Tag vielleicht mal 40 Minuten und so. Das war eigentlich genauso. Aber es war Teil des Lebens, Teil der Stadt. Man hat sich begegnet. Also für einen Mozart, wie wichtig war diese Begegnung auch, also auch Spiele das ist so eine Sache, die ich mir so herbeisehe in unserer vereinsamten Gesellschaft. Das könnte doch die Oper wieder sein und da wäre doch ein Stück, was ich sehr mag, wie Einstein on the Beach, doch eigentlich hervorragendes Material. Ja, und meine Frage jetzt an dich, lieber Moritz. Du hast mir die Frage gestellt, mir als Dramaturg, jetzt stelle ich dir die gleiche Frage als Komponist, der es momentan auch nicht so besonders leicht hat, oder? Naja, ich will nicht jammern, weil also es jammern so viele Kollegen im Moment. Ja, ich höre immer nur jammernde Intendanten. Oh ja, oh ja. Die Dramaturgen jammern Gott sei Dank nicht, weil die haben endlich mal Ruhe. Könnten einfach wieder sich freuen. Da gibt es auch Intendanten, die sowas sagen. Diese Lamoyanz, die im Moment herrscht, die nervt mich sehr. Aber gleichzeitig verstehe ich natürlich, dass es ist für alle, für uns alle, für sie auch, es ist eine schwierige Zeit, für Komponisten auch. Aber warum ist jetzt mein Leid größer als das von einem Barbesitzer oder einem jemanden, der auf dem Oktoberfest ein Riesenrad hat oder so? Also das und dein Blick auf die Zukunft der Oper? Also, wir hatten ja vorhin schon auf dem Balkon drüber gesprochen. Also, für mich ist die Schwierigkeit, ich als Komponist interessiere ich mich einfach natürlich sehr für, wie kann die Musik der Zukunft klingen, so banal das jetzt auch klingt. Ich interessiere mich schon einfach für neue ästhetische Ideen, einen neuen Sound oder wie auch immer, neue Ausdrucksformen. Und da habe ich im Moment einfach die Schwierigkeit, dass ich nicht weiß, wen interessiert das gerade. Ja? Also ist das jetzt der richtige Moment? Es war auch nicht mitten in der Pest der richtige Moment für die Florentiner Camerata, sondern erst danach. Ja, das ist, muss man auch erstmal verstehen. Danach war auch Raum dafür. Insofern denke ich im Moment einfach sehr viel nach und ich denke über Ultraopern nach, die 16 Stunden dauern. Das ist tatsächlich ein Plan, den ich gerade habe. Du planst sowas? Ja. Vielen Dank. Aber die muss man sich auch nicht ganz anhören, also nur wenn man ganz hart drauf ist. Ja. Es hat so die Orestie ungefähr. Ja. Also, oder Faust 1 und 2. Genau, also das war eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, weil du hast es so schön beschrieben, diese seltsame Todessehnsucht der Oper, die sie ja irgendwie hat. Du hast von dem Opernbrand gesprochen in Frankfurt. Das ist ja nicht der einzige Opernbrand. Ich glaube, La Fenice, wie oft ist es abgebrannt? 7-mal, 8-mal in Venedig. Die ganze Musikgeschichte ist voll von Opernbränden. Aber nicht nur das,
sondern auch in den Opern geht es eigentlich immer nur um Tod, Untergang. Also das Klischeebild der Oper, das so Lieschen Müller und oder der Otto Normalverbraucher, weil man diese schrecklichen Worte verwendet, hat von der Oper ist, am Ende stirbt jemand und singt ganz lang. Ja? Oder auch mal nicht so lang wie in Tosca. Ne? Das ist immer so schön, wenn die dann gleich darunter springt. Ja? Da wird nicht lang gequatscht. Oder jetzt mittlerweile. Aber es dauert immer sehr lang. Es geht immer um Tod und Untergang. Boulez, den du auch genannt hast, wurde ja verhaftet angeblich sogar, ne? Weil er immer die Opernhäuser in die Luft sprengen wollte und so als Terrorist. Naja, der hat übrigens auch zu deiner Bemerkung Peking-Oper gesagt, man sollte die Rotgardisten nach Deutschland transferieren, um mit den Opernhäusern gehörig umzugehen. Das war während der Zeit der Kulturrevolution. Dieser Todesgedanke wurde auf eine ganz seltsame Weise von der Avantgarde auch aufgenommen. Und du hast ja die Namen schon genannt, wir können auch von Nono sprechen und so weiter, die alle so eigentlich so Gegenentwürfe auch irgendwie hatten für die Oper, die auch spannend waren, die interessant waren. Und die aber gleichzeitig selber so auf dieses Bourgeoise der Oper geschimpft haben, dass sie quasi ihre eigene Neuerung unmöglich gemacht haben, weil sie auch Formen gefunden haben, die so extrem dagegen gingen, dass es gar nicht mehr möglich war, die permanent zu installieren. Also man hat dann quasi... Oder man führt heute noch Lachemann, Mädchen mit den Schwefelhölzern, ein wunderbares Stück. Aber es ist natürlich, geht gegen das, was normalerweise Oper macht und ist sehr, sehr schwierig aufzuführen. Und da ist so ein bisschen der Knackpunkt, diese Todessehnsucht der Oper, die mich aber auch anzieht als Komponist. Also diese Unmöglichkeit der Oper, das blödeste Genre, was man sich vorstellen kann, das aufwendigste, schwierigste, unmöglichste überhaupt. Also unmöglicher als Film sogar, ja. Und der ist schon ziemlich unmöglich, also... Jeder, der Film dreht, weiß das, von was ich spreche. Aber das ist das, was mich anzieht. Und das wäre so mein persönlicher philosophischer Ausblick, dass das vielleicht eine Möglichkeit wäre, diese Unmöglichkeit wieder möglich werden zu lassen. Also in der Unmöglichkeit die Möglichkeit zu finden. Und dafür gibt im Moment vielleicht die Zeit am meisten Potenzial. Aber es ist noch nicht so weit. Es gärt so. Aber das wäre meine Hoffnung. Ich glaube, das ist ein ganz gutes... Resümee, was du da ausgesprochen hast, während wir hier sitzen, wird gerade eben in der Oper Frankfurt hat Puritani gespielt mit einem ganz, ganz kleinen Orchester, mit einer ganz, ganz kurzen Fassung. Die Oper ist, das vielleicht auch zum Abschluss noch mal zu sagen, vielleicht von allen Kunstformen, die es gibt, momentan die bedrohteste und die am stärksten gebeutelte. Die Aerosole, die bei unseren Bläsern, zum Teil Querbläsern, herauskommen. Unsere Kolleginnen und Kollegen im Chor, die doch irgendwie proben müssen, eng beieinander stehen, jetzt nicht das tun können. Und natürlich das, was da oben auf der Szene passiert. Große Probleme. Und natürlich nicht nur Probleme im Haus, sondern auch außerhalb der Häuser. Alle Zulieferungsbetriebe, und da gibt es jetzt mehr als jemals zuvor, weil die technischen Aufwandgeschichten sich so maximiert haben, stehen vor dem Ende, stehen vor dem Ruin. Es wird einem momentan schon ein bisschen bang, aber irgendwann, Phönix, wird sich aus der Asche wieder erheben, da bin ich ganz sicher. Ja, oder man macht Stravinsky mit Geschichte vom Soldaten. Man zieht einfach mit so einem Wagen und... 5 Musikern durch Europa. Ja, das hat Sir William, mein großes Idol, gemacht. Wenn der schwarze Tod, wenn die Pest im Sommer nach London gekommen ist, hat man den Thespis-Karren in Bewegung gesetzt und ist über Land gezogen. Aber wer ist nicht jetzt, geschlossen. Norbert, wer nicht jetzt, du bist ja aus dem Geschäft, du weißt ja, von was ich spreche, wäre nicht jetzt eigentlich eher ein Grund, genau solche Projekte auch an, durch Opernhäuser in Auftrag zu geben, junge Komponistinnen, ja, und Komponisten zu beauftragen, solche Stücke zu machen, die jetzt mit den jetzigen Möglichkeiten funktionieren, anstatt große, auf Spektakel angelegte Opern in eigentlich unzufriedenstellenden Formen. Ein großartiger Vorschlag. Weil, ja, das
Weil das Perverse ist ja, das liegt an unserem großartigen deutschen Kulturförderungssystem, ich habe Raunen hören, du kannst mich jetzt korrigieren, perverserweise sind nämlich die Budgets der Opernhäuser zumindest im nächsten Jahr größer eigentlich als je zuvor. Die der großen Opernhäuser. Der großen, also nicht wir sprechen ja nicht von Chemnitz. Genau, ich rede jetzt nicht von Chemnitz, ich rede auch nicht von kleinen Off-Theatern, die ja auch durchaus künstlerisch wertvolle Arbeit leisten. Aber die großen, weil eben weil die, wie du auch sagst, die Zuarbeiter und so weiter, es werden keine Bühnenbilder gebaut, Anna Netrebko muss nicht im Vier-Sterne-Hotel unterkommen und mit der Concorde gibt es nicht mehr Anfliegen. Man spart im Moment perverserweise Geld. Also die Musiker sind auf Kurzarbeit, das heißt auch da spart man Geld. Und es ist nur nächstes Jahr ein Überbudget, weil die Budgets für 2021 schon längst entschieden wurden, vor Corona. Also das heißt, eigentlich ist nächstes Jahr ganz viel möglich. Man könnte klotzen, man könnte gerade in solchen schwierigen Zeiten ein Zeichen setzen und sagen, jetzt lasst uns mal was versuchen, was wirklich wieder ein Anfang ist. Dein Wort in Gottes Ohr. Dankeschön. Das hat ja das Gespräch... Moment. Was müsste eigentlich anders sein? Es ist nicht an. Dann spreche ich einfach so. Die Perspektiven, die ihr eben entdeckt habt, darf man sagen, die Entdeckung des Abends, dass man andere, kleinere Formen mobiler sind, vielleicht einsetzt, eröffnet eine Perspektive. Ich habe aber noch eine andere Haltung vielleicht ererbt von meinem ursprünglichen Doktorvater, Kurt Ringer, der auch über Libretti publiziert hat, als Italianist, als Romanist, der begeisterter Verona-Gänger war und uns immer frisch erzählt hat, seinen besseren Studenten oder seinen älteren Studenten, was er dort wieder erfahren hat. Und am schönsten war ihm, als ein Mann, der italienischen Kultur sehr nahe stand, wenn schlechte Sänger ausgeputzt wurden, mit den Sitzkissen nach ihm geworfen wurde und der Euphorie raus erschallte. Das ist ein anderes Opernleben, als wir es in Deutschland zumindest kennen, was für mich vieles hat von einem katholischen Hochamt, ja, was gefeiert wird, was sakrosankt ist. Ein Zwischenapplaus wird nicht geduldet, ein Fauxpas wird weggeschluckt. Das ist doch nicht natürlich. Ist das nicht auch eine Aufgabe für Opernmacher, egal aus welchem Regiment sie stammen, dafür zu sorgen, dass das Publikum auch wieder leibhaftiger im Wortsinne dabei sein kann, außer in dieser hündischen Hals? Das ist ein Rave, aber nicht in Europa. Ich meine, dieses Verona-Beispiel von Kurt Ringer, es klingelt immer noch in meinen Ohren. Ja? Wie ganz anders damit umgegangen. Also müssen wir nur eine Premiere einer zeitgenössischen Oper machen, da ist wieder was los. Aber vielleicht müssen auch Formen, vielleicht diese Form gefunden werden, die dieses Sakrosankt, dieses hochgefeierte 19. Jahrhundert mit den Riesenorchestern, das zu durchbrechen. Ja, man scheut sich vielleicht auch ein bisschen. Ich kann mich erinnern an eine Arbeit am Châtelet in Paris. Das war mit dem schon lange verstorbenen, aber großartigen Regisseur Herbert Wernicke gewesen. Wir haben dort, Dornani hat dirigiert, Moses und Aaron gemacht. Und während Moses und Aaron lief, sind die Leute, also sehr viele, nicht schreiend, nicht protestierend ob der Dissonanzen, sondern ganz, ganz langsam, vorsichtig, sich entschuldigend, flüsternd, sind rausgegangen. Und da habe ich mir zum ersten Mal gedacht, ach, dann wäre es mir wirklich lieber, wie das, was du eben gesagt hast, lieber Michael, man hätte geballert, man hätte geschrien, aufhören und dergleichen. Bei diesem wunderbaren Werk natürlich eine schreckliche Vorstellung auf der anderen Seite. Aber sowas, man hat diese Bravheit, das Opernpublikum hat diese Bravheit ganz stark internalisiert, die ist, glaube ich, schon in der DNA mittlerweile fest verankert. Und ich weiß nicht, wie man das attackieren könnte, wie man die Leute provozieren könnte.
wieder lautstark sich einzumischen. Vielleicht wäre es auch gar keine so gute Idee. Ich weiß nicht, was. Sagen Sie was dazu. Ja, das Mikrofon funktioniert wieder. Also wer seinen Beitrag jetzt liefern möchte, bitte sehr. Vielen Dank. In Frankfurt wird demnächst ein Opernhaus neu gebaut. Da wäre es doch schön, wenn die Idee, wie Oper sein könnte in der Zukunft, in die Architekturplanung mit einfließen könnte. Sonst wird daraus nichts, weil Räume und Inhalte bedingen sich einander. Mischen Sie sich bitte ein. Ja. Das ist ein Riesenthema, und zwar nicht nur bei Opernhäusern, sondern auch bei Konzertsälen generell. Ne? Also wir haben ja ständig die Diskussionen, auch in München jetzt wieder, ne, mit unseren Konzertsälen. Und letztlich geht es dann immer wieder auf so ein klassisches Design irgendwie hinaus. Und es wäre natürlich eigentlich schön, wenn man da flexibler wäre, weil es werden Millionen ausgegeben, dass irgendwie Akustik, die dann doch wieder nicht funktioniert, gemacht wird, ja, anstatt dass man einen Raum hat, der wirklich auf ganz verschiedene Weisen genutzt werden kann. Und im Grunde sind ja, jeder weiß, der einmal in einer venezianischen Kirche war, ist dann Akustik auch gar nicht so schwierig. Es hängt von den Materialien ganz viel ab. Ja? Oder zum Beispiel der Prinzregentenbau in Bad Kissing, der einfach gut klingt, aber architektonisch jetzt gar nicht spektakulär ist. Ne? Also einfach das Material ist auch spielt eine Rolle. Aber ganz richtig, finde ich auch. Ja. Und wichtig wäre natürlich ein Haus mit Möglichkeiten, mit mehreren Spielräumen eventuell. Vielleicht ein Haus, in dem zum Beispiel die Probebühne, wie an den anderen großen Opernhäusern in Europa, wir denken vielleicht an Oslo, wir denken an Stockholm, an Lyon, an viele, viele, an Paris, integrales Bestandteil des Hauses ist und nicht kilometerweit irgendwo in irgendwelchen Industriegebieten unter ganz unmöglichen Umständen werden diese Werke, das merkt man dann Gott sei Dank, wenn sie auf der Bühne erscheinen, dann nicht mehr. An vieles muss gedacht werden. Es sind ganz einfach auch soziale Dinge, die man sich überlegen muss. Wie viele Menschen arbeiten in einem solchen Haus? Warum ist es nicht möglich, beispielsweise, ja, ich sag mal, einen Kindergarten, eine Kita mit und gleich auch mit Musikunterricht und weitergehenden Produktiven zu installieren, wenn man schon sowieso ein neues Haus bauen will. Da sollte man auf diese ganzen Parameter vielleicht mal ein wenig Rücksicht nehmen. Ich würde gerne ein bisschen auf die Bremse treten. Und zwar, ich habe Oper kennengelernt in der großen Zeit von Abels und Gielen. Und diese Zeit hat für mich und diese Art mit Oper umzugehen, hat für mich etwas damals geschaffen, was ich gerne heute weiter hätte. Da sind unsere Wurzeln, unsere großen Traditionen neu gelesen worden. Und bitte Michael, wenn man jetzt den Körper wieder in die Oper reinhauen will, dann geh doch ins Rave oder geh zu einem Soul-Konzert. Also wir werden im Moment von den vielfältigsten Formen und Ausprägungen der Künste verwöhnt. Andere sagen überschwemmt. Wir werden vielleicht auch von der Globalisierung verwöhnt und überschwemmt. Und vielleicht ist das, was ihr in den 70er und 80er Jahren im Frankfurter Opernhaus gemacht habt, das, was unser großer Schatz ist. Wir konnten uns an das erinnern, wo wir herkommen, und konnten das aber nicht nostalgisch reaktionär, haben das nicht nachgespielt, sondern wir haben was Neues daraus gelernt. Wenn die Oper das weiter bleibt, dann kann man sie Hochamt nennen, dann kann man sie nennen, wie man will. Bitte, bleibt dabei und macht das weiter. Und noch eine Bemerkung zur Peking-Oper. Ihr habt sie jetzt unter sozusagen einer Kunstform aus der globalen Welt zitiert. Die Peking-Oper war eine Ausdrucksform in einer Zeit des großen Terrors der chinesischen Kulturrevolution. Das war Terror.
Das war Terror. Das war in China das, was der Faschismus hier war. Ich finde, man kann diese Formen nicht loslösen von dem, wofür sie gestanden haben. Bitte, darüber haben wir aber nicht geredet. Wir haben über die alte Form der chinesischen Luft, wir haben über die 1500-jährige richtige. Ja, ihr habt dann darüber haben wir geredet. Ja, ihr seid nicht dann schon weitergegeben. Aber für mich kann man nicht einfach die Formen nehmen und sagen, ha, das gehört ja auch noch zur globalen Welt und das gehört auch noch zu unseren Einflüssen dazu. Bitte mit Bedenken, die Peking-Oper ist die Oper des Terror. Also, ich versuche jetzt mal, also einiges stimme ich nicht zu, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich versuche es jetzt mal ernst zu nehmen. Die Geschichte ist die, ich bin ja genauso ein Fan wie Sie von dieser Zeit mit Gehlen und Abels. Ja? Ich bin da auch aufgewachsen hier und das waren große Tage des sogenannten Regietheaters. Das heißt eben, es ging darum, die Tradition wahrzunehmen, ernst zu nehmen, neu zu interpretieren und so weiter. Und da ist auch Großartiges gelungen, an das wir uns alle gerne erinnern. Ich sage jetzt mal was Norbert vielleicht verstehen kann, weil er auch zeitgenössische Musik liebt, weil er auch weiß, was uns Komponisten irgendwie angeht. Und was auch den Wunsch nach einer lebendigen Kunst, und das ist das Entscheidende, es geht in Richtung einer lebendigen Kunst nicht alleine mit der ständigen Neuinterpretation des Alten. Das kann nicht der einzige Weg sein. Ich stimme aber zu, in einem Punkt, dass das Alte als Tradition auch präsent sein muss. Da bin ich voll bei Ihnen. Ich denke inzwischen fast ein bisschen radikaler da in diese Richtung und da kriege ich oft eins auf den Deckel, wenn ich mit Theaterleuten spreche, weil für mich ein bisschen die Grundkonzeption des Regietheaters ist für mich ein bisschen an einem Ende und zwar an einem großartigen Ende. Es hat Großartiges geleistet, aber irgendwann kann ich dann AIDA nicht nur noch auf dem Mars oder im KZ oder im Corona-Auffanglager oder sonst, es ist einfach irgendwie alles durch. Und da würde ich mir fast im Moment, ehrlich gesagt, einfach nur um die Ohren freizukriegen, um auch wieder sich zu besinnen auf die Kraft der Oper, ich würde mir fast tatsächlich mal wieder einige klassische Opern, die durchaus gespielt werden sollen, auch nach mir. Also ich bin total dafür, dass man AIDA spielt und Traviata spielt. Aber dass man diese Stücke vielleicht wieder eher mal, und das ist vielleicht auch nur eine momentane Bestandsaufnahme, in einer historischen Weise spielt, dass man wieder ein bisschen versteht, wie waren diese Stücke mal gemeint, wie klangen die eigentlich wirklich, wie klang eine Mozart-Oper wirklich, wurde die wirklich in einem Belcanto-Stil des 19. Jahrhunderts gesungen oder wurde sie in dem Stil des 18. Jahrhunderts von Mozart gesungen, der ganz anders klang und auch toll klang. Also, dass man sowas einen Raum gibt im modernen heutigen Opernhaus, also das heißt, diese Tradition muss lebendig sein, muss auch irgendwie da sein, was nicht heißt, dass man das jetzt irgendwie als Shishi Großvaterstil irgendwie inszenieren muss. Das meine ich damit nicht, aber man sollte sich wieder auf diese Sachen besinnen. Dann ist nämlich auch Platz für das Neue und für das ganz andere. Diese beiden Dinge, das wäre mein persönlicher Wunsch, 50% Tradition, 50% Neues. Das wäre ein ausgewogenes, lebendiges, kommunikatives Verhältnis. Dem kann ich nur zustimmen. Man sollte ein wenig weg vom sogenannten Konzeptionstheater. Man sollte das Spielen. Es wird irgendwann wieder die Zeit wieder dafür sein. Also es ist nicht so, dass das jetzt ein radikaler Absage ans Regietheater. Überhaupt nicht. Also es kann auch sein, dass mal wieder der Punkt kommt, wo man genau das wieder braucht. Also das ist für mich nie, in der Kunst gibt es für mich keine Absolutheiten. Es sollten mehr Leute geben, die dieses Handwerk beherrschen. Also da könnte man jetzt viel drüber erzählen. Wenn ich so eine Gestalt, wen fällt mir da ein? Vielleicht wie Christoph Marthaler denke. Ja, ja, wir machen das Stück Pélias et Mélisande. Und die Gruppe kommt zusammen, man lernt sich kennen. Wir haben insgesamt 6 Wochen Zeit. Und wir sitzen 2 Wochen mehr oder weniger auf dem Fußboden der Probebühne und unterhalten uns über alle möglichen Dinge, kommen immer stärker an das Stück ran. Es bildet sich langsam ein Geist und dann plötzlich stehen die Solisten auf, die Regie steht auf, wir fangen an zu proben. Es ist ein Akt der Vorbereitung vorausgegangen und dann
wird auf einmal wie von selbst, entwickeln sich die Figuren. Und dann gibt es manchmal während der Proben Momente, die sind unglaublich. Oft lassen sie sich dann während der Vorstellung später nicht wieder reproduzieren, aber das sind unglaubliche Momente. Und diese Momente gehen ein wenig verloren jetzt in der Übertechnologie, in der Überkonzeption und dergleichen, dass die Dinge an den unglaublichsten Schauplätzen spielen müssen, wie du das auch sagst, dass also das Dekor und so weiter, der Kontext viel wichtiger wird als der ja, parabolische Kern, als der Inhalt, als das, um was es in den Stücken wirklich geht. Ja, das Spielen, deswegen habe ich vorhin Meyerhold auch zitiert, das Spielen, das am Menschen dran sein, das kann eben halt nicht jeder auch. Und das kann auch nicht jeder. Da gibt es nur wenige, die das Handwerk wirklich noch meisterhaft beherrschen. Es ist ein bisschen verloren gegangen. Das müsste wieder eingeholt werden. Ich würde gerne noch mal auf das Thema Europa zurückkommen, und zwar im Zusammenhang mit dem Bau von Opern und Konzertsälen. Weil mir ist es so aufgefallen, ich war irgendwann in Island und habe gesehen, in diesem klitzekleinen Land mit 300.000 Einwohnern, die haben eins der unglaublichsten Opern- und Konzertsäle, die es überhaupt gibt, konzipiert. Warum greift man in dem alten Europa, also Island ist ja nicht so, also man setzt das jetzt nicht in Verbindung mit Spanien, Italien, Frankreich. Warum ist es so schwer, diesen europäischen Gedanken, auch was das Konzept von Häusern anbetrifft, einfach mal sich anzugucken und zu übernehmen? Das ist so, als ob Island eine Exotik ist, aber Island ist Europa und die haben was, weiß nicht, wer von Ihnen das mal erlebt hat, das ist so gigantisch, was man da hinbekommen hat, an Klangqualitäten, an Möglichkeiten, auf ganz unterschiedliche Musikrichtungen hinzugehen, dass man Seele so gestaltet, dass man ein Kammerkonzert anders geschaltet als ein Jazzkonzert, eine Oper wieder anders. Das ist alles möglich, und zwar finanzierbar möglich, also weil die hatten ja nun auch ihre große Finanzkrise. Und dann ist der Rest von Europa, den interessiert das überhaupt nicht, was möglich ist, sondern man bleibt in diesen alten, konventionellen, es geht jetzt hier in Frankfurt um, was weiß ich, Hunderte von Millionen, was man da hinbekommt, und verschwendet noch nicht mal einen Gedanken dran, was in Europa eigentlich passiert. Ja, es ist interessant, also gerade das Beispiel Island, aber auch aus Skandinavien zum Beispiel, ne? Also sowohl in Finnland als auch in Schweden, Norwegen gibt es eigentlich sehr lebendige Opernszenen, in denen auch zeitgenössische Stücke eine viel größere Rolle spielen. Das haben die natürlich auch zum Teil deswegen etwas leichter, weil die Operntradition in diesen jeweiligen Ländern viel, viel jünger ist und es damit einfach auch mehr Platz gibt. Und diese Konzentration auf das, was wir ja alle lieben, auf diese Operntradition, die hat natürlich auch was Belastendes. Und insofern ist dann so ein Opernhaus in Island vielleicht tatsächlich einfach auch freier, mit dem Raum zu experimentieren und so weiter. Ich meine, es ist auch ganz seltsam, ich sage das jetzt mal als Lehrender, ein Riesenthema in diesen Tagen, in dieser Zeit, und das ist ja auch vollkommen zu Recht ein Thema, ist zum Beispiel die Frage, wo sind eigentlich die Opernkomponistinnen, ja, historisch, und wo sind die jetzt? Also wen gibt es? Wir haben Olga Neuwirth genannt, es gibt natürlich noch viele, viele andere, aber es gibt doch nicht so viele. Und warum ist das so? Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel so anschaue als Lehrer, wie viele Kompositionsstudentinnen, und ich sage jetzt ganz bewusst aus Deutschland, bewerben sich an den deutschen Hochschulen? Es sind fast keine. Gerade aus Deutschland, also wir halten uns ja immer für ein sehr emanzipiertes Land, große Frauengleichberechtigung ist natürlich nicht so, da haben wir auch noch ein Stückchen vor uns, aber es ist interessant, dass gerade weil Deutschland so eine starke Operntradition hat, dass es wirklich so ist, und ich habe das mehrmals erlebt, ich habe mit Schulklassen Workshops gemacht, ich habe dann immer auch besonders die jungen Mädchen angesprochen, die sich für Musik interessieren, also könnt ihr euch vorstellen, Komponistin zu werden? Und so, nein, was so denn? Also das sind doch immer so bärtige Typen, das sind immer so Büsten an den Opernhäusern und so. Und das ist ja wirklich so, also ich meine, man geht irgendwo in Wien oder in München ins Staatstheater, und da sind dann diese ganzen Büsten, Verdi, Meyerbeer, Wagner, Mozart, das sind alles Männer. Und das kriegen ja diese ganzen jungen Mädchen auch irgendwie so immer mit. Also das ist quasi so das, was sie im Musikunterricht auch gelehrt bekommen. Dann der Lehrer wird oder die Lehrerin werden natürlich diese ganzen Namen nennen, und dann kommt irgendwann, ja, aber es gab auch mal Clara Schumann, und da kommen immer dieselben. Ja. Vielleicht, wenn sie Glück haben, kommt noch Hildegard von Bingen einmal kurz vor. Das war's. Ja.
Und das ist im Ausland nicht so. Ich habe die einzigen Studentinnen, die ich hatte bisher, und wir nehmen wirklich jede Studentin auf, die sich bewirbt für Komposition. Also muss man wirklich sagen, wir sind total froh, wenn sich Frauen bewerben. Also da gibt es überhaupt gar keine Widerstände. Die kommen alle aus Mexiko, aus Russland, aus der Ukraine. Da habe ich tolle Studentinnen, haben wir tolle, weil auch da die Musikgeschichte jeweils jünger ist und es dafür auch mehr Platz gibt. Deswegen gibt es eben auch eine Sofia Gubadulina und eine Ustvolskaya und so. Es gibt einfach Platz. Und das ist genau, ich sage das deswegen, weil es ist letztlich dasselbe Thema wie mit den Opernhäusern. Also die Last der Geschichte kann auch was Bedrückendes sein. Also wir müssen uns davon auch immer wieder befreien. Wir müssen immer wieder diesen Gedanken, diesen europäischen Gedanken weiterträumen und auch verstehen, dass der nicht uns gehört, sondern dass das eigentlich Europa jetzt das ist, was kommt auch wieder zu uns zurück. Also was haben wir ausgesendet und was kommt jetzt in veränderter, vielleicht sogar frischerer Form als John Cage oder sonst irgendwie, auch wieder zu uns zurück. Und das ist ein ganz spannendes Thema. Also gerade das fehlt mir auch manchmal im Moment, dass wir wirklich schauen, wie ist es woanders, wie ist es in anderen Ländern, was spielt Oper dort für eine Rolle? Und das machen wir zu wenig. Und es gibt so viele interessante Modelle, die ganz anders funktionieren. Das wäre eigentlich immer ein spannendes Thema. Wenn ich das noch ganz kurz abrunden kann, Moritz, ich unterrichte im Fach Theater- und Orchestermanagement hier an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Wir haben einen Leiter, Thomas Schmidt, der für mich der interessanteste Theaterkenner momentan der deutschen Theaterlandschaft überhaupt ist. Und es sind etwa 95% der Studierenden Frauen. Es ist da momentan etwas am Kommen. Und ich habe neulich mal einen Vortrag in Hamburg gehabt über Dirigentinnen. Da hat sich so viel getan. Das wäre ja unvorstellbar gewesen. Also ich weiß noch, vor 30 Jahren im Frankfurter Opernhausorchester, wenn da eine Dirigentin auftauchte, die so, da kann ich nicht hingucken, da gucke ich immer nur auf den Busen und so. Das waren so die Sprüche der Orchestermusiker. Das ist also wirklich wahr, ja. Du weißt. Du weißt auch, von wem ich bin. Also, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ein Chauvinismus ohnegleichen. Ich habe noch bei einem Kompositionslehrer, das war nicht William Kilmeier, Unterricht gehabt, der behauptet hat, Frauen könnten nicht komponieren, weil ihnen bestimmte Synapsen im Gehirn fehlen würden. Das ist wirklich wahr. Ja? Unglaublich. Ich nenne den Namen nicht. Aber Fanny Hensel hat schon vor langer Zeit komponiert, vor 200 Jahren. Ich habe ein anderes Problem. Sie, Herr Abels, haben angefangen von den Anfängen der Oper, damals zeitgenössische Musik. Das war Monteverdi, Cavalli und all die anderen in Mantua, Venedig, Florenz, die etwas angestoßen haben, was heute noch in mir ganz wichtige Schwingungen produziert. Dann 200 Jahre, 300 Jahre, 100 Jahre davor immer noch. Und nun zu Ihnen, Herr Eggert, als zeitgenössischer Komponist. Und die Musik höre ich auch, aber mir, das ist Arbeit. Das sind Dissonanzen, das sind Verletzungen. Ich übertreibe es mal. Und dann stelle ich immer wieder fest, ja, das, was vor 400 Jahren entstanden ist, das wirkt heute noch. Von welcher zeitgenössischen Musik sprechen Sie denn? Da gibt es so viele Arten. Es gibt natürlich reden noch... Reden Sie jetzt von Britten? Reden Sie von Schöberg, von Mono, von Henze? Klingt alles komplett unterschiedlich. Ja, gut, natürlich habe ich auch... Ich habe auch König David von Honegger im Chor mitgesungen. Natürlich auch Benjamin Britten, Leonard Bernstein. Auch, aber das ist doch mitreisende, tolle Musik, alles, was Sie genannt haben. Ja, ja, super. Aber das ist nicht zeitgenössisch, das ist gewesen. Das ist auch heute zeitgenössisch. Kennen Sie Michel van der Aa zum Beispiel, ein holländischer Komponist, der ganz extrem emotionale, sehr, sehr melodiöse, sehr, sehr schön klingende Musik schreibt. Louis Andriessen, kennen Sie meine Musik? Haben Sie mal eine Oper von mir gehört? Hören Sie sich mal an, ob die so schrecklich ist. Wirklich? Nein. Also. Okay. Also keine Angst, ich verstehe, verstehe genau, ich will mich nicht über Sie lustig machen, überhaupt nicht. Ich verstehe diese Ängste sehr, sehr gut. Aber angstfrei ins Leben ist auch ganz gut. Ja. Ja? Ja, ich trete kurz hier vor, denn die 90 Minuten sind vorbei. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr aktives Zuhören und Ihre Beiträge am Ende dieses Abends.
Mein besonderer Dank gilt aber, gestatten Sie es mir zu sagen, Norbert Abels und Moritz Eggert, die heute wunderbare Denkanstöße dank ihrer Recherchen und ihrer Lebendigkeit mit uns auf den Weg gegeben haben. Wir hoffen, dass wir weitermachen können mit Kaffee Europa, auch mit unserem normalen Programm in der Romanfabrik. Nehmen Sie ein Programm mit, empfehlen Sie uns weiter und schauen Sie, schon im Oktober geht es weiter mit dem Kaffee Europa. Danke sehr. Ich habe jetzt, ich habe eine E-Mail.